Die Pflege und Wohnen ist der Zukunftsgestalter der Pflege. Wir kümmern uns um alle Menschen, die in Köln Pflegebedarf haben und in einem Altenheim untergebracht werden müssen, über den ambulanten Pflegedienst versorgt werden sollen oder in anderen Wohnformen unsere Unterstützung brauchen. Herzlich willkommen in Köln bei der Diakonie Michaelshofen. Das sind meine beiden Kolleginnen Kirsten Neveling und Linda Pütz. Wir nehmen euch heute mit auf eine Reise über unseren Campus. Jetzt stehen wir vor dem großen Plakat der Diakonie Michaelshofen. Was bedeutet für euch Mitmenschen Perspektiven schaffen? Dass wir zu jeder Zeit mit jedem Menschen Perspektiven auch schaffen können. Jeder kann sich bei uns so weiterentwickeln, wie er das möchte. Und jeder kann auch bei uns seine Karriereperspektive bekommen, auch ihr. Am Albert-Schweitzer-Haus der Diakonie Michaelshofen. Hier wohnen 80 Menschen mit Pflegebedarf und integriert ist ein Kindergarten hinter uns, wo wir eine Kombination aus Jung und Alt haben. Und für euch besteht hier die Möglichkeit, im Albert-Schweitzer-Haus eure Ausbildung zu machen. Hallo, guten Tag. Ich bin Dia Saji, ich bin 20 Jahre alt. Ich bin seit 10 Monaten in Deutschland. Ich komme aus Indien, von einer Bundesstadt heißt Kerala. Und ich mache Ausbildung als Pflegefachassistentin. Ich bin Sona, ich bin 21 Jahre alt. Ich komme auch aus Indien, von Kerala. Ich mache Pflegefachassistentenkurs in Diakonie in hier Köln. In diesem Albert-Schweitzer-Haus haben wir 3 Praxisanleiter. So, wenn wir eine praktische Prüfung haben, wir haben schon so viele Pflegevisite gemacht. Dabei kann man unsere Fehler bemerken und dann sofort das verbessern kann man. Und dann wir haben die fachliche auch, wir verbessern bei hier. In der Pflege mache ich die Spät- und Frühdienst. Im Frühdienst, wir machen die auf jeden Fall die Waschen mit den Bewohnern und dann den Nachmittag, im Vormittag, wir spielen zusammen und unterhalten zusammen und im Spätdienst auch, wir unterhalten mit den Bewohnern und die Beschäftigten. Ich finde auch die Mitarbeiter sehr freundlich. Sie helfen uns sehr viel und der Dienstplan war auch sehr cool und angenehm für uns. Wir machen früh und spät inzwischen. Auf jeden Fall haben wir viele unterschiedliche Kulturen hier. Wir arbeiten jeden Tag mit vielen Ausländern. Deswegen erleben wir viel unterschiedliche Kulturen und Religionen und so. Und dann fangen wir 1. Oktober die 3-jährige Ausbildung und dann sehen wir uns. Das Thomas-Münzer-Haus wird unter anderem begleitet von unserer wunderbaren Frau Mai. Hallo! Ja, wir sind ein ganz besonderes Haus, weil unsere Bewohner sind ja Menschen, die eine Hinlauftendenz haben und nicht mehr alleine das Haus verlassen dürfen und somit noch mehr Hilfe brauchen als normale Menschen in der vollstationären Pflege. Ach, das ist die Mitarbeiter im Thomas-Münzer-Haus, ist wie eine Familie. Ja, sind tolle Kollegen. Fängt beim Chef an und geht über jeden einzelnen Kollegen. Das ist für unsere indischen Azubis, die wir gewinnen wollen. Ich finde dieses Projekt richtig klasse. Ja. Bis bald. Tschüss. Hallo, mein Name ist Sascha Schädel. Ich bin die stellvertretende Leitung der Pflegeschule Michaelshofen und pädagogische Fachkraft. Und ich würde mich freuen, wenn ihr die Ausbildung bei uns in der Diakonie Michaelshofen machen würdet. Die Ausbildung zum Pflegefachmann, zur Pflegefachfrau dauert insgesamt 3 Jahre.
Innerhalb der 3 Jahre werdet ihr unterschiedliche Menschen kennenlernen und unterschiedliche Versorgungsstrukturen. Ihr werdet im Krankenhaus, im Pflegeheim, in der ambulanten Pflege, in der pädiatrischen Pflege und psychiatrischen Pflege Einsätze haben, wo ihr Menschen mit unterschiedlichem Alter, unterschiedlichen Versorgungsgraden pflegen werdet. Die Ausbildung gliedert sich in verschiedene Blöcke. Das heißt, dass ihr mehrere Wochen in der Schule seid und mehrere Wochen in der Praxis seid. Köln, liebe deine Stadt. Was liebt ihr an Köln? Den Rhein, den Dom. Und was esst ihr in Köln gerne? Reibekuchen. Ja, das stimmt, Reibekuchen. Oder ich Pommes. Auch. Und ja. Sonst noch was? Sauerbraten? Noch nicht so wirklich probiert, nee. Aber machen wir jetzt. Ne? Mhm. Ja. Und was trinkt man denn so Leckeres in Köln? Auf jeden Fall Kölsch. Kölsch. Richtig lecker. Und das Bier trinkt man hier in Köln in den Brauhäusern und unter anderem in unserer Gastronomie auf dem Campus der Diakonie Michaelshofen. Und die zeigen wir euch jetzt. So, Herr Dietrich, wir brauchen 3 Kölsch. 3 Kölsch. So. Bitteschön. Dankeschön. Herr Cicek, Sie sind Gastronom hier auf dem Gelände der Diakonie Michaelshofen. Ja. Was macht die Diakonie Michaelshofen besonders? Es ist wie eine Familie. Es sind ganz viele Menschen unterschiedlicher Herkunft, auch unterschiedlichen Alter, mit unterschiedlichen auch Krankheiten, die alle herzlich willkommen sind hier. Und Sie haben viele Mitarbeiter kennengelernt bei der Diakonie Michaelshofen. Wie sind die so drauf? Alle sehr herzlich, alle sehr offen. Wie gesagt, wie eine Familie. Wir hoffen, dass euch die Reise über unseren Campus gefallen hat und ihr einen guten Eindruck von der Diakonie Michaelshofen hier in Köln gewinnen konntet. Wir freuen uns nun, euch kennenzulernen und mit euch gemeinsam die Zukunft der Pflege zu gestalten. Tschüss. Tschüss.